Ich meine Lieben, 3:15 Uhr, frühester Morgen, immer noch kein Internet. Den ganzen Tag nicht aufgenommen, weil ich gerendert habe. Also 12. heute ist der 13. Und hab gerade Alte Macht Neo 2 fertig gerendert. Und dachte ich mir so, jetzt habe ich das nicht fertig. Ich habe noch die ganzen Videos benannt und so und Thumbnails gemacht und so weiter. Da dachte ich mir, nimm's auf, weil du eh nicht einschlafen werden könntest erstmal noch, weil es irgendwie, es war eigentlich spät, aber irgendwie bin ich zwar müde. Körperlich müde, aber geistig irgendwie noch wach. Also irgendwie, ja, meine lieben Freunde. Der Spielstand ist übrigens nicht von mir. Mir fällt übrigens auf, dass dieser Hauptcharakter dasselbe Facet hat wie Ken. Will schon mal was heißen. Alte Macht 5, das Ende der Kraft. Ja, meine lieben Freunde, ich habe keine Ahnung, worum es hier geht. Ich weiß nur, dass dieser Titelbildschirm ultra hässlich ist. Noch hässlicher als die davor, und das will was heißen. Als hätte irgendjemand irgendwas drüber gepinselt und keine Ahnung. Wir fangen einfach mal an. Roboter. Willkommen, hatten Sie eine angenehme Fahrt. Sie sehen noch müde aus. Können Sie sich bewegen? Mir fällt übrigens gerade auf. Ich habe, glaube ich, vergessen, meine Sheet-Items reinzubasteln. Muss ich nochmal noch machen. Bis gleich. Ach Gott. So. Okay, na dann. Wollen wir jetzt mal erstmal unsere Cheat-Items wieder. Ich werde mich wahrscheinlich viel mal wieder hochschieben, weil ich habe übrigens keinen Bock hier zu leveln bei diesem Spiel. So, Werbe. Sie sehen noch müde aus. Können Sie sich bewegen? Hat man ja schon. Bewegen mit den Pfeiltasten mit B ins Menü. Mit Enter bestätigen mit B aus dem Menü. Da war ein Punkt. Wow. Haben Sie das verstanden? Ja, nach rechts kommen Sie in die Stadt. Nämlich die Story wieder übelst nervt. Ich werde wohl wieder alle Dialoge monoton vorlesen, meine lieben Freunde. Also ich die Dialoge wenigstens verstehe und die Story einigermaßen verstehe. Und nun gut, Night. Sieht aus wie... wie heißt er denn? Wie Ken. Und irgendwie, keine Ahnung, wird wahrscheinlich genauso sein. Er hat Schatten Level 1, schwacher Schattenpistole. Knight benutzt eine seltsame Pistole. Equipment, Partisan, Knights Waffe, blaues Band, ein blaues Armband, Mantel, ein langer schwarzer Mantelring, Zeichen der Familie. Okay. Rüstung links, rechts. Das ist eigentlich für Helme, der Slot. Der Spielstand ist nicht von mir. Ja, bla bla, hat man schon. Hallo. Ich habe keine Zeit. Ich kann jetzt einfach von die Dialoge... Hau ab, Mann! Die Dialoge monoton vorzulesen, weil es... Was wollen Sie? Das bringt eigentlich jetzt, wenn ich jetzt schon wieder hier... Rote Pfeile zeigen immer, dass es hier lang geht. Das hättest du eigentlich schon in Neo 1 erklären können. Das war, da war es nämlich neu. Spiel. Du bleibst sofort stehen und rück deine Orbs raus. Was sind den Orbs? Das weiß doch jeder. Man kauft Zauber in Orbs, benutzt sie im Menü und schon kann man den Zauber im Menü nutzen. Was? Das ist eine Spitzbleite vor oder so? Ich lerne Zauber lieber so. Was? Die verarschen mich, dafür büßen sie. Sie wollen mit mir kämpfen, warte, wie war das nur mit den Pfeiltasten bewegen? Mit Enter bestätigen und mit B zurück, hey, das ist genau wie im Feldmenü. Sie sind dran. Was? Das ist so dumm. Das ist einfach das dumm. Bleib dir vor, wollen wir mal übelste Kanone. Ja, 100 HP, überhaupt nicht unfair oder so, nö. Nein, Level 2, mit Level 1 100 HP Gegner besiegen. Verloren! Ja, komm mal ab. Versager, naja, gehe ich weiter.
Ja. Was jetzt? Was? Ach, wieder so in dem Teleport. Ich hasse das. Was? Ne? Ah! Was war das denn? Ausrufezeichen. Ich muss in einen Bunker. War es nur noch zwei weitere Luna war aus Neo 1, oder? Luna war doch die Schlangenfrau. Hört das denn nie auf? Haben Sie keine Angst, es wird sicher bald vorbei sein. Kiro. Oh Gott, das ist das Facet von Argos aus Vor ihr Mitternacht. Bespreche ich dich, keine Ahnung. Deshalb sind wir auch nur drei Leute hier. Der Krieg wird enden, weil alle Menschen tot sind. Ja. Aha. Naja. Wie können Sie sowas sagen? Das ist so furchtbar. Die Rechtschreibung ist immer noch furchtbar. Lady, so ist das Leben. Ihr habt doch Waffen. Solltet ihr nicht das Land verteidigen? Wir hätten uns wohl auch noch lauter Zauberorbs mitnehmen sollen. Oh, halt, das Zaubern übernehmen Sie. Ich hänge mein Leben, mehr sage ich nicht. Angela, oh Gott, noch eine Frau. Oh Mann, zu viele Frauen. Hilfe, der Feind ist hinter mir. Hilfe? Wow, wie süß. Oh, hallo, ich bin Angela. Oder Angela, keine Ahnung. Mein Name ist Kiro. Oh Gott, da gehe ich lieber raus. Da gehe ich mit. Schön, mein Name ist Knight. Wow, was ist das denn? Die haben wohl Dimensionsbomben eingesetzt. Was sind denn Dimensionsbomben? Das Schlimmste, was es gibt. Man kann nie wissen, was die Folgen sind. Was denen für Folgen? Es sind halt Risse in den Dimensionen. Monster oder ähnliches können durchkommen. Warte, welches Spiel man das auch nochmal? Tinder Legends? Gibt's da auch sowas, oder? Kefka und Sonic Exe. Muss ich das jetzt erwähnen? Ich hasse das. Was war das? Was? Warum Kefka? Warum sieht der so komisch aus? Harmon. Ist das der Antagonist? Keine Ahnung. Dies ist nur ein kleines Opfer. So finden wir sie wieder schneller. Sieh das alles für einen Menschen. Ein Mensch. Oh, verzweifelt nicht. Ihr sterbt auch gleich. Harmon, wir kämpfen. Woher weiß ich deinen Namen und wer bist du? Was willst du von mir? Bist du ein Boss oder... Du scheinst ein Boss zu sein. Was haben wir eigentlich? Ach so, stimmt ja. Wir haben ja ganz viel Zeug. Was hast du? Feuer, Wasser, Erde, Wind, Peitsche. Luna schlägt mit einer Peitsche zu. Aber ist da was? Das Spiel kann mich mal wieder. Bub. Und tschüss. Schokobo ab. Das ist sogar ein Boss, den wir gewinnen sollten. Was soll das? Wie fies, mich zu bekämpfen? Das ist ein Antagonist. Was war das für ein Heulen? Das war kein Heulen, das war irgendein anderer, so ein Windgeräusch oder so, bloß anders gepitcht. Es kommt durch die Dimension. Ja. Was zum Fick? Hey, was soll das? Wir wollen etwas Spaß haben. Was sind wir denn hier? Wir sind in eine andere Dimension gesogen worden. Wie kann man eigentlich in all der Zeit seine Rechtschreibung nicht verbessern? Deswegen muss gerade Final Battlefield von FF9. Sowas, wie soll ich jetzt meinen Job erledigen? Stimmen aus dem Nichts. Aha. Ich wollte, dass ihr hier seid. Ihr, die als letztes auf dem Planeten wart. Der Planet hat mich gerufen, also kam ich. Aha. Ich kam, sah und keine Ahnung. Was Aol das? Der Planet hat gerufen. Die Verzweiflung hat einen Höhepunkt erreicht. Es wird Zeit, dass ich aktiv werde. Ich werde den Menschen helfen. Oder ist das... Nee, 5.8, oder? Ist doch 5.8, oder? Nee, das ist 5.9. Wir helfen. Ich werde die alte Macht zerstören.
Was hat denen das mit Menschen helfen zu tun? Nur dadurch leiden die Menschen, das muss enden. Durch die Zerstörung der alten Macht würden die Menschen sterben. Nie wieder Leid, nie wieder Hass, nie wieder Krieger, kein Mensch wird je wieder verzweifeln. Blub. Das nennt man aber Massenmord. Es ist ein Overlord, weil die alte Macht existiert. Existiert. Wow, er hat Existenz richtig geschrieben. Können sie nicht sterben. Was sie alles wissen. Ich bin Despair. Ich bin die Verzweiflung. Wow. 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 Hat einfach mal Google Verzweiflung auf Deutsch eingegeben und da hat er Despair rauskopiert. Lache oft, ich habe zu viel abbekommen, mein Overlord, was für ein Witz. Verzweiflung kann echt ein starkes Gefühl sein, aber dass du die alte Macht zerstören konntest, alle Gefühle enden in die Verzweiflung. Es steht da die Pair. Was ist mit Liebe? Alles endet bei mir, ich bin das Pair. Es steht da wieder das Pair, okay. Oh Mann, zeig dich endlich und laber hier nicht rum. Oh Gott, das ist unser selber Kartenface und die andere Typen haben. Ja. Es ist eine Frau, es ist ein Mann. Ich glaube, es ist ein Mann. Ich spreche den, keine Ahnung. Wie du willst. Oder so, keine Ahnung. Mann, ist das schwul. Despair, warum läufst du als Mensch rum? Erstmal solltet ihr mich Shin nennen. Was? Warum? Zweitens habe ich es nicht nötig, anders zu sein. Der macht sich doch nur lustig über uns. Ich seid es nicht wert. Komm schon, wir machen dich fertig. Ihr Barbaren kämpfen. Das ist unter meiner Würde. Ihr Barbaren kämpfen. Gutes Deutsch. Ich besiege euch mit euren Gedanken. Was meint ihr? Ich zeige euch die Wahrheit der Vergangenheit. Auch nicht mehr so ein Zeitreisen-Kack. Was ist das jetzt wieder für eine seltsame Welt? Das kann nicht sein, das ist nur in der Vergangenheit. Schwarz steht ihnen besser. Knight, komm schnell, es gibt eine Versammlung. Raphael! Was? Das ist ein Engel. Wir sind tot, sowas. Anderer Knight. Was? Anderer Knight, wo? 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 Da unten oder was? Schrei nicht so laut, ich weiß, um was es geht. Was soll das, die beachten uns gar nicht. Das ist vor vielen tausend Jahren passiert. Was, du bist so alt. Sie sind doch nicht viel älter als ich, oder? Das werden sie noch sehen. Ich warte am Schrein auf dich. Da sollten wir auch hingehen. Ja. Okay, die Story ist genauso komisch, konfus irgendwie, aber ich glaube, das Storytelling hat sich ein bisschen verbessert. Das ist wenigstens nicht mal ganz so ultra konfus irgendwie, irgendwelche Zeitbomben, da ist irgendwie so ein Vieh rausgekommen, was jetzt irgendwie die alte Macht zerstören will, okay. Gut, das will ich jetzt nicht, noch gar nicht folgen und ich will bei den anderen Teilen, dass ich überhaupt nicht mehr folgen konnte, was abgeht. Aber hier weiß ich, kann mir so einigermaßen folgen, was hier abgeht. Und anscheinend haben die sogar die Charaktere so ein bisschen Hintergrundstory, was ich gar nicht so schlecht finde, auch wenn die das wahrscheinlich wieder alle gleich sein werden, aber man sieht ein bisschen Verbesserungen mit der Zeit, ne, würde ich sagen. Und daher kann man jetzt noch ein bisschen die Musik besser genießen. Aber warum spielen wie heißt der aus FF6, der Chera hier? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß auch gar nicht, wo wir sind. Jetzt. Keine Ahnung. Das Mapping ist wenigstens... Ja, das Mapping ist annehmbar. Das ist annehmbar. Muss ich sagen. Ist annehmbar geworden, das Mapping. Das ist gar nicht so schlecht. Also das hier finde ich jetzt. War sehr viele Blumen, ein bisschen sehr viele Blumen, aber es ist wenigstens nicht mehr so grottig wie in den anderen Teilen. Das sieht so ein bisschen wieder verbessert. Du willst ja alles verbessert. Also die Rechtschreibung ist immer noch genauso. Was ist das denn für eine Versammlung? Das hier war eins der heiligsten Ort. Hier hat alles angefangen. Oh Gott, Richard, du Blumenmann.